Ja, hallo Leute, ich habe für euch nur ein kurzes Infovideo. Und zwar ist es, ja, es ist schon ein wichtiges Video, denn am 16. Juni wird YouTube wieder Abonnenten filtern. Das gab's schon mal. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie lange das her ist. Fragt mich nicht. Ist auf jeden Fall schon ewig her, dass YouTube das letzte Mal gemacht hat. Und jetzt kommt das Ganze eben wieder. Wieder. Gut Deutsch, ich weiß. Was heißt das jetzt für euch? Am 16. wird YouTube, ich verlinke euch auch den offiziellen Post dazu in der Beschreibung und füge auch hier eventuell einen Screenshot ein. Am 16. wird YouTube alle Suspended Accounts löschen. Das heißt, bei jedem YouTuber wird sich höchstwahrscheinlich mit ganz wahrscheinlicher Sicherheit die Abonnenten verändern. Das heißt, wenn ihr YouTuber seid, eure Subs werden weniger. Wie viel, kann jetzt keiner sagen, weil ihr wisst ja nicht, wie viele tote Abonnenten ihr habt. Genauso wenig, ich weiß es auch nicht, wie viel ich dann verlieren werde. Letztes Mal habe ich auch, als YouTube das gemacht habe, auch einige verloren. Ich muss aber sagen, ich finde das echt eine super Sache von YouTube, dass die diese Abonnenten filtern. Weil, was bringt es dir denn, jetzt meinetwegen 500.000 Abonnenten zu haben? Und davon sind jetzt mal übertrieben gesagt 300.000, die überhaupt nicht mehr existieren. Ja, so viel sind das natürlich nicht. Ja, das ist jetzt mal komplett übertrieben gesagt. Aber ich finde es echt eine super Sache, dass YouTube das macht und wieder die toten Abonnenten rausfiltert und löscht. Aber letztes Mal gab es auch Bugs und die wird es auch dieses Mal hundertprozentig wieder geben. Und zwar kann es passieren, dass aktive Leute gelöscht werden. Also nicht, dass euer Account gelöscht wird, nein, sondern dass ihr aus den Abos verschwindet. Deswegen bitte ich euch das zu merken, dass am 16. Juni YouTube eben diese gelöschten Accounts entfernt und ihr bitte guckt am 16. und auch den Tag danach und meinetwegen auch noch den übernächsten Tag. Guckt, ob alle Kanäle, die ihr abonniert habt, auch noch in euren Abos sind. Ja, also das jetzt hier ich, das und jeder andere, den ihr abonniert habt, den ihr guckt, dass der auch noch in eurer Abo-Box ist. Dass ihr dann nicht aus Versehen gelöscht worden seid, denn es wäre schade, wenn ich jetzt hier von euch Leute verlieren würde, die wirklich regelmäßig hier vorbeischauen, die schon ewig lange mit dabei sind. Deswegen guckt da bitte drauf, dass alle Kanäle, die ihr abonniert habt und die ihr guckt, dass die auch noch in euren Abo-Boxen drin sind, dass YouTube euch da nicht aus Versehen gelöscht hat. Ich weiß es von mir, als YouTube das letzte Mal gemacht hat, da wurde auch ein Abo, glaube ich, von mir entfernt. Den Kanal musste ich dann auch wieder neu abonnieren. Also es ist nicht perfekt, ja, weil das nämlich auch ein automatisches System von YouTube ist, das das Ganze macht. Deswegen passt da bitte auf, guckt nach, ob am 16., gut wegen der Zeitverschiebung, dann auch eher noch mit am 17. mal gucken. Und die Tage auch danach, ich denke jetzt nicht, dass das alles schon am 16. über die Bühne gelaufen ist. Ich denke schon, dass das dann noch einen Tag länger dauern wird. Aber guckt bitte drauf, dass wirklich alle Kanäle, die ihr abonniert habt, noch vorhanden sind. Das war's eigentlich schon. Das war das Infovideo. Wie gesagt, den Post verlinke ich euch in der Beschreibung und füge hier auch noch einen Screenshot ein. Das war's soweit von mir. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.